natürlich die letzten Sekunden, als dann die Zeit runtergezählt wurde, bis wir tatsächlich dann Weltmeister waren. Das sind schon so Dinge. Also so ein bisschen der Tunnelblick, man kriegt gar nicht unbedingt alles mit. Was kommt denn überhaupt? Kommt so eine Grundstimmung an oder was kommt an von dem, was die Fans da oben? Ich meine, hier gehen so viele Tausend rein. Wie viel kriegt man davon noch mit, wenn man hier? Ja, diesen Krach in der Halle, diese Pfiffe bei vermeintlichen Fehlentscheidungen der Schiedsrichter, dieser Jubel bei den Toren und natürlich die letzten Sekunden, als dann die Zeit runtergezählt wurde, bis wir tatsächlich dann Weltmeister waren. Das sind schon so Dinge, die man mitbekommt. Und ich erinnere mich auch noch sehr gut an die Fahrt von Biel. Hier in die Halle, dass auf den Brücken die Menschen mit schwarz-rot-goldenen Fahnen standen. Etwas, was man in Handballerkreisen eigentlich nie für möglich gehalten hatte.